Es geht um die Mission WM-Titel. Nicht im Fußball oder der Formel 1, sondern im Friseurhandwerk. Dafür trainiert die deutsche Nationalmannschaft hart und investiert viel Zeit, entwickelt über den Trainer- und Betreuerstab Strategien und sorgt dafür, dass ideale Rahmenbedingungen im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2014 die Chancen im Titelrennen erhöhen. Das WM-Zentrum, sozusagen das zentrale Trainingslager, hat die Nationalmannschaft in Koblenz gefunden. Das Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz bietet ideale Voraussetzungen für die gemeinsamen Übungseinheiten im Damen- sowie im Herrenfach. Eine hochmoderne Einrichtung, viel Raum um die Arbeitsplätze und kurze Wege zwischen den Trainingsstationen schätzen Aktive wie auch Trainerstab. Bis zur Hairworld, der Weltmeisterschaft für Friseure, die Anfang Mai 2014 in Frankfurt am Main stattfindet, wird im Koblenzer WM-Zentrum geschnitten, geföhnt und modelliert. Bundestrainer Joachim Wolf beschreibt den durchstrukturierten WM-Fahrplan so. Grundsätzlich haben wir eine Trainingsstrategie, die uns 14-tägig zusammenbringt. Diese Trainingseinheiten werden so aufgebaut, immer auf das schon Geleistete. Und darüber hinaus entwickeln wir ja auch die Farben, die Schnitte, die Frisuren weiter. Das ist einmal die Trainingsabschnitte, aber wir haben uns natürlich auch darauf vorzubereiten und werden auch entsprechende Wettbewerbe besuchen, um einfach auch den Wettbewerbsrhythmus zu bekommen. Weil Wettbewerb ist nochmal was anderes wie das Training. Und letztendlich macht uns das in unserer Abstimmung dann zum Schluss noch stärker, was wir wissen, was genau wichtig ist, in dem Moment auf dem Punkt fit zu sein. Die Ziele des deutschen Kaders sind hochgesteckt und der Art Director des Zentralverbands des deutschen Friseurhandwerks, Franz Josef Küveler, gibt die Richtung klar vor. Der Weltmeistertitel soll nach Deutschland gehen. Dafür wird trainiert, trainiert, trainiert. Das unterscheidet das Friseurhandwerk nicht vom Fußball oder anderen Sportarten, sagt auch Bundestrainer Wolf. 11 Jahre in dieser Funktion und damit fast doppelt so lange Bundestrainer wie Jogi Löw. Wir kennen das ja wie aus anderen Sportarten auch, aus Mannschaftssportarten, dass unsere Hauptaufgabe ist einmal, diese Mannschaft in die richtige Richtung zu bringen, das heißt Ziele vorzugeben, den Trainingsplan zu entwickeln und natürlich auch das Ziel zu verfolgen und letztendlich auch abzuschließen. Und nicht nur die Leistungen seiner Schützlinge spielen eine Rolle bei der Mission WM-Titel 2014. Auch die strategische Ausrichtung, die im Vorfeld der Wettkämpfe festgelegt wird, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Wie auch die Wettkampfpraxis, die man sich auf dem internationalen Parkett im Vorfeld holt. Im Prinzip ist es jetzt in der Phase, wo wir uns befinden, genau das Gleiche. Wir haben ja jetzt verschiedene Wettbewerbsvorbereitungen, wie jetzt zum Beispiel Buenos Aires, wir haben dann Moskau Europameisterschaft, wir haben dann noch einen Taiwan internationalen Wettbewerb, Asien Cup, und da wird auch strategisch aufgestellt. Das heißt, immer die Mannschaften so präsentiert, dass man mit den stärksten Leuten antritt gegen die Nation, wo man sich messen möchte. Auch hier gilt das gleiche Prinzip, wir können nur so weit die Strategie fahren, wie wir uns auch selbst aufstellen. Wolf weiß nach 11 Jahren als Bundestrainer auch, gewisse Sachen lassen sich weder üben noch vorhersagen. So muss der WM-Kader auch mentale Stärke mitbringen, wenn vor 60.000 Zuschauern jeder Handgriff sitzen muss. Das ist ja etwas, was wir auch nicht trainieren können. Die Menschen hier, die jetzt sich vorbereiten, mühevoll, werden dann mit einer Menschenmasse konfrontiert werden, die zwischen 60 und 100.000 liegen wird. Wir werden mit Nationen, ich sage jetzt mal in Konkurrenz stehen, zwischen 55 und 75 Nationen aus der ganzen Welt. Und das ist mental erstmal zu verarbeiten für junge Menschen, ist nicht so einfach. Das heißt, deswegen werden wir auch viele Wettbewerbe wie möglich machen, um einfach dieses auf den Punkt zu konzentrieren lernen. Hier wird natürlich auch die Medienwelt sehr stark konfrontiert sein. Dann die laute Musik, die Menschenmassen, die Hitze, das Licht. Dann haben wir auch gewisse, ich sage jetzt mal, Konzentrationsfähigkeiten, die wir uns auch noch anmeigen müssen im mentalen Bereich. Also hier wird wirklich Sport betrieben auf höchstem Niveau. Einer, der diesen Sport auf höchstem Niveau betreibt und sich in den WM-Kader hineingearbeitet hat, ist Julian Wagner aus Sinzig. Der 22-Jährige ist momentan der einzige Vertreter aus dem Wirtschaftsraum Mittelrhein und hat den handwerklichen Meisterbrief nach der Ausbildung im Familienbetrieb bereits abgelegt. Nun peilt er höhere Ziele an. Dafür greift er täglich zu Kamm, Schere und Föhn. Nicht nur für seine Kunden, sondern auch für die Trainingseinheiten vor und nach der Arbeit und steht so täglich. Manchmal 12. Manchmal sind es 12, manchmal weniger, manchmal mehr, unterschiedlich. Also schon eine Menge. Macht aber Spaß. Also wir haben den Beruf aus Leidenschaft gewählt, deswegen
alles gut. Ja, es ist unglaublich anstrengend, weil man halt den ganzen Tag dasteht, man ist mit dem Gedanken dabei und man ist schon fertig abends. Man, geistig nimmt man ja auch jeden Schritt quasi vor. Und das ist schon sehr anstrengend, immer wieder und immer wieder das Gleiche zu machen. Aber es macht Spaß. Man sieht halt die Entwicklung, das ist das Entscheidende. Also ich glaube, wie im Sport man die Verbesserung merkt, so merkt man es bei uns genauso. Wenn es nachher besser fällt, je besser die Vorbereitung, je besser das Ergebnis. Davon profitieren natürlich auch die Kunden, die durchaus wissen, wer sie da frisiert. Das Interesse ist groß und viele Gespräche drehen sich um Julian und seine Nominierung für den WM-Kader. Viele Kunden haben davon gehört und sind total interessiert und fragen ganz, ganz viel. Das ist natürlich super. Es macht Spaß, darüber zu erzählen und wirklich viele sind unglaublich wissbegierig und fragen immer nach, wie das abläuft. Die wenigsten können sich was darunter vorstellen, weil oft kennt man sowas natürlich nur im Sport. Und viele sagen halt immer, du schneidest dann den ganzen Tag. Also viele können sich das nicht genau vorstellen, aber deswegen umso interessanter ist es, wenn man darüber sprechen darf. Und zu berichten hat Julian einiges, denn der Trainingsplan und die Erlebnisse im WM-Kader sind alles andere als gewöhnlich. Im Koblenzer WM-Zentrum warten bei den Übungseinheiten immer wieder neue Herausforderungen auf die jungen Friseurinnen und Friseure. Heute stand komplett alles auf dem Trainingsplan. Ich habe die Hochsteckfrisur gemacht und das Langhaar offen. Hinter mir, das ist gerade die Langhaar offen Frisur. Die war heute so mehr der Fokus, den wir den ganzen Tag trainiert haben. Heute Morgen war es einmal die Hochsteckfrisur und gutes Pensum heute. Eine langfristige Planung sieht eigentlich aus, dass man jeden Tag trainiert, trainiert, trainiert und mit jeglicher Neuheit quasi immer weiter übt. Wirklich zeitintensiv, macht aber tierisch viel Spaß, weil es echt immer coole Ergebnisse gibt. Dass die Ergebnisse und auch die Einstellung stimmen und Julian Wagner sich zur festen Größe im deutschen WM-Kader entwickeln kann, bestätigt auch Bundestrainer Joachim Wolf, der über seinen Schützling sagt: Julian ist sehr neu oder relativ neu in unserer Mannschaft, hat sich sehr gut integriert, hat auch seine Lernbereitschaft umsetzen können. Das heißt, er hat sehr viel Engagement reingelegt in seinen Werdegang bis hierhin und ich muss sagen, also er hat sehr viel Talent, weil er ja auch ein gewisses Ziel hat vor Augen, die WM 2014 in Frankfurt. Und das macht, setzt Kräfte frei in ihm und ist sehr fleißig. Also er hat, bringt eigentlich alles mit, dass man auch da von Erfolg sprechen kann. Die Voraussetzungen für den Start bei dem großen Ziel Weltmeisterschaft 2014 stimmen also für den Sinziger. Doch auch wenn der Weg nach Frankfurt am Main geografisch überschaubar ist, fachlich ist er lang und hart. Im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz werden Julian Wagner und seine Mitstreiter nun bis zur WM fit gemacht und auf dieses Großevent optimal vorbereitet. Das WM-Camp wird nun regelmäßig in Koblenz bezogen, wo sich eine Truppe entwickeln soll, die auf eine Mission eingeschworen wird: den Weltmeistertitel nach Deutschland holen.